aggressiv hier. Was? Warum habt ihr so aggressiv jetzt? Also die Berge und dann geht's runter, weiter, ne? Über das Mittelmeer, dann kommt sofort Afrika. Ne? Ich komme aus Somalia. Was? Somalia komme ich. Somalia. Warum kommen wir da nicht rein? Warum, ich wollte rein in die Disco. Warum lassen wir nicht rein? Weil Afrika für Affen, Europa für Weiße. Wie Afrika? Bin schon ein Roberto Blanco heute drin. Wieso kann ich hier nicht rein? Deswegen. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Ich würde lieber den nehmen. Den hier, ja? Wegen des Stil hier, siehst du? Aha. Das hatten die Leute aus Sierra Leone damals gehabt. Hier weniger und hier viel. Da viel. Aha. Und die ist ganz anders. Der hat hier keinen Stil. Kein Stil. Der hat keinen Stil. Die ist extremer, aber auch echter dadurch. Genau. Finde ich auch. Ich bin Schwarzer, weil es sind diejenigen, die am meisten auf Ablehnung stoßen. Aber es geht ja nicht alleine um die Reaktion auf den Schwarzen. Die Rolle mache ich, das ist die Situation des Fremden. Jede Gesellschaft lässt sich daran messen, wie sie auf Fremde reagiert. Okay, die Brille müssen wir abnehmen. So, wir nehmen jetzt Augen zu, ne? Wir müssen aufmachen. Vielleicht bin ich ja angenehm überrascht. Ich bin ja immer wieder Zweckoptimist. Ne? Ich würde mich ja freuen. Ich könnte plötzlich sagen, wir sind ein unheimlich ausländerfreundliches, tolerantes Land. Das wäre auch, das wäre die Geschichte. Tja, gefällt mir doch. Ah, ne? Oh, ist stark. Besser als vorher, ne? Besser als vorher. Ja. Sie noch. Und dann noch dunkle Augen, ne? Okay.
Ich hätte gern zwei Bier. Zwei Bier, bitte. Zwei Bier, ja. Nee, nix. Service, nicht Service? Nee, nee. Können Sie noch ein Stück? Ja, ob wir wollen, dass die Frau hat. Ecke, du musst mal noch mit hier aufs Quer. Nicht so in der Ixel hier, oder? Wir machen ja. Genießen meine Bootsfahrt. Super. Warte mal. Putsch mal ein Stückchen hin. Ja, so. Jetzt geht's. Aha. So, ich begrüße jetzt herzlich mit dem Fahrt, dieser Gondelfahrt. Mit dieser Gondelfahrt umrunden wir den Hauptteil des großen Parkes, und zwar Schorsgarten. Das ist ein Brennnessel. Ach so. Das brennt. Ah, das brennt schon. Wir reisen auf nichts ab, sonst sieht das so schlimm aus, wenn jeder was abreißt. Ja, da kennt sie nicht aus. Sie. Ja, aber kann gut durch. Wir sind die Letzten. Ja, ja. Gemacht, gemacht. Vielen Dank. Wo bist du her? Ich, Somalia. Somalia. Und schon immer hier? Nee, ich ganz neu, halb Jahr erst. Ja. Ein halb Jahr? Ja. Woher kannst du so gut Deutsch? Goethe-Institut. Ah, Goethe-Institut. Ja, ja. Drei Jahre. Ne? Drei aber Jahre. Arbeitsproblem hier. Ne? Ja. Ach so, du suchst Arbeit. Mhm. Ja. Hier anfangen. Ja. Rudern. Ja, ja, gute Idee. Sind wir frei, oder? Ja. Wie alt ist hier alles, die ganze... Dürfen Sie lesen. Auch nicht von hier, oder? Sind auch nicht? Nein. Nee, nee. Oh, guck mal, Papa. Kann man angeln hier? Darf man hier angeln, ja? Ich weiß nicht, ob man. Aber wenn Sie den angeln, müssen Sie uns einladen. Ja. Tag, guten Tag. Ich mit der Stopp, gibt das? Da habe ich gar keine mehr da, die sind bestellt. Mhm. Da müssten Sie höchstens noch mal in 14 Tagen Fragen kommen. Ja. Also da ist nichts. Und dann eine gucken da. Ja, kleinen Moment. Ja. Gucken Sie von draußen. Ja, also. Die Gold. Die ist Gold. Gold, 750er Gold, ja. Und aber kein Stopp, ne? Doch, ist mit Stoppfunktion. Die Stopp. Die ist mit Stoppfunktion, das ist mechanisch. Aber die wäre eben 750er Gold. Kann ich gucken? Die wäre eventuell. Auch mit Stopp. Das ist auch mit Stoppfunktion. Kann ich die nochmal mit Gold? Mhm. Ist schwer? Die ist sehr schwer, ja. Hm. Kann ich bloß nicht ganz aus der Hand geben. Kleinen Moment, ja. Ja. Hm.
Gut, danke. Danke. Bitte schön. Danke. Ja, machen wir. Ja? Okay. Ja. Die sehen, die sahen auch sehr schön aus, die waren sehr teuer, die Uhr, ne? Die sie gerade gezeigt hatten. Ja, die ist. Hatten Sie gerade Angst? Oder? Und so was. Ja, das weiß man immer nicht im Vorfeld. So. Bei diesen Sachen, wie alles gesagt, klar. Da ist immer mit Reparatur dann Gold. Gut, dann. So, bitteschön. Und jetzt liebe ich kalt oder warm? Kalt. Kalt? Genau so. Und dann kommt für eine Person, oder wie viele sind es? Eine, wie 50 Euro Umlagen und 26 Euro Treppenreinigung. Oh, zu viel. Was? Für die Treppe zu viel, ne? Jede Woche wird geputzt und die Fenster werden geputzt. Das ist doch nicht zu viel. Kann man nicht allein das machen? Nein. Dafür haben Sie mit nichts was zu tun und ist immer sauber. Und das ist die Dusche. Da waren Sie noch gar nicht drin, oder? Da muss ich nirgendwo. Ja, da muss man noch bohren. Na, das ist ja selbstverständlich. Ja. Den kann ich nicht noch dran machen. Denn den wollen Sie doch nicht, wo einer mit geduscht hat. Da wollen Sie doch nicht mehr rein. Nee. Oder? Doch, egal. Und ab wann kann man rein? Also wenn, ab 15. Mai. 15. Mai. Aber Sie müssen sich ja nicht direkt entscheiden. Sie können mich nochmal anrufen und Bescheid sagen. Ja, danke schön. Ja, bitte sehr, gern geschehen. Wollen Sie zu mir? Ja, genau. Hallo. Wir waren verabredet. Genau, jetzt bin ich ein bisschen zu früh. Macht ja nichts. Ich war gerade so erschrocken. Wissen Sie, da kommt so ein Mieter, aber so einen kann ich ja nicht ins Haus nehmen, so einen Schwarzen. Der passt nicht da rein. Man kann das ja nicht am Telefon sehen, wie der aussieht. Aber das passt nicht im Haus. Was wohnen für Menschen hier im Haus? Wie soll ich das jetzt sagen? Also keine Ausländer in dem Sinne. Wollte ich eigentlich hier nicht. Überhaupt nicht. Aber nicht so ein Schwarzer. Ganz schwarz. Ganz schlimm. Gehen Sie schon vor in die zweite Etage, ja? Das war mir ein Marokkaner. Das war ja kein. Der war sowas von schwarz. Und die Haare und dann. Ich komme da gar nicht drüber weg. Ich kann das am Telefon ja gar nicht erkennen. Er hat heute Morgen angerufen und er sprach ja ein gutes Deutsch. Das kann man ja nicht sehen, ob der schwarz ist. Hm. Also, der war so schwarz wie der Heidi Klum ihrer. Deswegen war ich ja so entsetzt. Ich meine, da laufen schon mal Neger rum, nicht? Auf dem Markt und so. Aber wo die wohnen, weiß ich nicht. Aber hier nicht. Er meinte nur, die Treppenreinigung wäre zu teuer und er könne das selber machen. Und ein Duschvorhang wäre ja auch nicht da. Ja, sag ich, den kann ich ja nicht hängen lassen, womit andere geduscht haben. Oder mögen Sie das? Ach, das wäre ja nicht schlimm. Das sind Menschen, die haben eine andere Kultur. Die passen nicht, oder? Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Aber die passen nicht. Die kann ich hier nicht reinholen. Was meinen Sie, wenn der womöglich mit irgendwelchen scharfen Gewürzen kocht? Dann riecht das ganze Haus, oder wie? Nein, das mache ich nicht. Nein. Dann warte ich, dann bleibt sie eben leer, bis mal einer kommt und der passt. Tag. Die Wandergruppe, wo ist die? Bin ich in
Die Wandergruppe trifft sich. Wandergruppe. Die Wandergruppe, die ist jetzt schon weg. Oh, Gott sei Dank. Wo ist... Moment. Wir haben heute Donnerstag. Um halb zwei wollen die treffen, ja? Ja, das war immer hier. Wo laufen die jetzt hin? Ja, ich guck mal, ob hier, aber hinten auf dem Parkplatz. Den Parkplatz. Guten Tag, eine Frage. Hier sollen Beeren sein, die man essen kann. Beeren, Brombeeren und so. Ja, wo die hier sind, nee. Weiß ich nicht. Wir sind nicht von hier. Sind nicht von hier. Aber gehen durch Wald jetzt, durch den Wald durch? Ja, oder? Wir gehen da über die Straße und dann oben müssen wir auf jemanden warten. Kann man mitgehen? Ja. Der ist nämlich jetzt auch angestrahlt. Wer ist das denn? Ja, das wissen wir nicht, kennen wir nicht. Er suchte Brombeeren. Was will er denn? Brombeeren suchen. Aber wahrscheinlich will der was ganz anderes. Was denn? Ja, das ist man nicht sagen. Jedenfalls ist er uns nicht ganz geheuer. Und jetzt kommen die Brombeeren auch. Nein. Wo nicht wir dann gehen, gibt es keine nicht, Brombeeren. Aber Wald jetzt, ne? Nein, da sind keine Brombeeren. Ah. Aber müssen wir mal gucken, vielleicht da lang. Vielleicht da drüben. Da war ich schon, da war nix. Hier sind keine Brombeeren. Lieber ein bisschen Vorsicht als... Ich meine, alleine ist er nicht gefährlich, aber wir wissen ja nicht, wo der noch welche rumhängen hat. Ne? Ja. Ich habe gestern die Füchse rumgegeben. Hier. Ja, ja, aber die sind ja nicht rein. Sie sagen kein Brombeeren, hier alles voll. Ja, nur alles voll. Geht ja nicht. Ja, woher sollen wir das wissen? Das ist Zufall, da war das nicht. Wir gehen nachher in den Seniorentreff und trinken da gemeinsam noch Kaffee. Ah, okay, das ist ja nett. Kaffee, Tasse 50 Cent. Kaffee gibt es da, oder? Nein. Nee. Die meisten gehen noch alle nach Hause. Gehen gar nicht mehr dahin. Ja, das hat auch seinen Vorteil, ne? Der Schirm ist auch gegen Sonne, oder nur wenn... Nass. Ja, das ist eine Vorsicht gegen Regen. Vorsichtsmaßnahmen. Also. Da will ja auch Kaffee mit trinken, hat er gesagt. Hat er gesagt, eben. Hm. Wir haben viele Leute vorurteilen, weil er schwach ist. Wo gibt jetzt Kaffee? Wo ist Kaffee jetzt? Ja, nichts von da. Wir fahren jetzt nach Hause. Und da Kaffee dann? Ja, oder wir fahren nach Hause. Wir fahren jetzt alle. Also, dann wiedersehen. Schönen ja, Tag. Wiedersehen. Ne? Wiedersehen. Der wäre gerne mitgekommen zum Kaffee trinken. Ach nee, das wollen wir ja überhaupt. Noch eine Frage. Was kostet denn da mitzuwandern in der Verein? Was kostet da? Naja, das müssen die jetzt ausmachen. Wir haben keinen Platz. Nee. Die Sachen sind sowieso nicht viel, dem Kleinen. Nee, das geht doch gar nicht. Das ist doch alles viel zu eng da. Mach die Türen zu und fahr ab. Aber da kann man noch in den Verein rein, oder? Ja, da müssen Sie sich mal an die Stadt bringen. An die Stadt?
schauen mir ins Gesicht. Versuch mir zu sagen, ich liebe dich. Es wird dir nicht gelingen, du wirst nicht mehr los, weil ich dich liebe. Ich habe Sehnsucht, ich erzähle mich an dir. Verzeih mir, bleib bei mir. Ich laufe dann manchmal abends noch eine Stunde durch die Landschaft und dann merke ich gar nicht, dass ich ja schon wieder weiß bin. Und wenn dann Menschenpulk sind oder ich gucke schon Glatz oder so, mache ich auch da schon einen Bogen drum. Und diese Nacht hatte ich einen Traum, dass ich in so ein Gehege geworfen wurde. Und das war ein Riesenkrokodil, das schnappte nach mir. Und ich dachte im Moment, das verschlingt dich. Und dann habe ich plötzlich gedacht, du musst dich totstellen. Dann habe ich mich totgestellt und mich nicht mehr bewegt. Und ich dachte, jetzt bin ich unsichtbar. Und tatsächlich, hat das Krokodil plötzlich andere Richtung angenommen. Ich glaube, so fühle ich mich im Moment. Ich muss mich zurücknehmen. Ich muss mich absolut zurücknehmen und mich... Ich bin sonst schon eher zurückhaltend, aber ich bin noch viel zurückhaltender, obwohl ich eigentlich in der Rolle ja aktiver sein sollte. Straßenbau auch, guck, da können wir Straßenbauer werden. Ich frage hier mal, warte mal. Schön. Kann man hier Arbeit kriegen? Ist hier, wo ist Büro? Büro? Hier rein. Dann, ja. Geh mal rein und dann gleich rechts. Oh. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Danke. Wir wollen fragen, ob es Arbeit gibt hier. Sie wollen Arbeit? Ja. Ja, wir suchen Arbeit. Wie kommt ihr darauf? Hab gehört. Ja, wir laufen rum und wir gucken, wo wir noch... Wo kommt ihr her? Bitte? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Cottbus hier. Aus Altenheim. Was für ein... Aus Altenheim. Und woher könnt ihr so gut Deutsch sprechen? Goethe-Institut. Goethe-Institut. 5 Jahre Goethe-Institut. Und nun, setz dich hin. Ja, und jetzt sucht er einen Job? Ja. Was habt ihr denn davor gemacht? Anstreich bis Mauer, alles. Und auch Schwerarbeit. Ich habe auch in Kühlhaus gearbeitet, im Supermarkt. Und wohnt tut ihr in Cottbus? Mhm. Und wie würdet ihr dann immer hierher kommen zur Arbeit? Ja, da finden wir hier was zu wohnen. Hier kriegen wir Zimmer. Aber wo ist noch Arbeit? Wo kann Arbeit? Wo ist noch Arbeit? Jetzt muss ich aber so fragen, jetzt, habt ihr irgendwo ein Stückchen Visum, dass wir euch überhaupt einstellen dürfen? Ja, ja. Ich brauche von euch Papiere, dann gucke ich sofort, ob wir Fördermittel bekommen. Manchmal kriegt man ja dann Fördermittel vom Arbeitsamt oder von irgendwo. Und ja, wie weiter? Habt ihr Papiere mit? Nee, jetzt nicht, aber können wir kommen, wenn wir morgen oder nächste Woche?
Mensch, dann müsst ihr wieder hier so weit raus. Und gut, also Papiere und dann so schnell wie möglich wieder her. Okay. Wir gut. Ich brauche Papiere und dann muss ich erst gucken, aber nun nicht gleich befristet vielleicht. Ja? Wie lang ist? Befristet ist vielleicht, wenn alles klappt, 3 Monate. Mhm. Und dann gucke neu. Ja. Und dann gucken neu, aber ich sage mal, 3 Monate wäre okay. Okay. Ja? Alles klar. Danke. Schönen Tag. Herzlichen Dank, ja? Tschüss. 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 Sehr gut. Die Leute ändern sich. Weißt du das? Bitte? Die Leute ändern sich. Wie meinst du? Die ändern sich. Die sind positiv. Ich finde das auch schön. Wirklich. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig. Ey, das war das schönste Erlebnis, den ich jetzt erlebt habe, seit ich glücklich. Ehrlich? Wegen ja. Erzähl. Gerade durch diese Arbeit. Diese Arbeit, wie er das übergeben hat. Und wie er so. Er war so freundlich. Super freundlich. Ja. Hallo, ich bin Kwame. Hallo, Nancy. Ich freue mich. Hallo, das ist Schwester. Kwame? Judy? Ludi, ich bin Kwame. Und Nancy, ne? Nancy. Und das ist die kleine Elisabeth. Ui. Also, wir sind eine Familie. Jetzt sind wir für heute eine Familie. Und wir wollen einfach Camping machen. So einfach, ne? Und wir haben hier schönen Campingwagen haben wir gemietet, wohnen hier in Minden, das ist die nächste Stadt, und wollen uns hier für ein Jahr so einen Platz mieten. Das wollen wir noch mal sehen. Ja. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Er wollte hier so mieten, Platz für mit Camping. Für Camping? Ja. Für längere Zeit oder? Erstmal nur so für gucken und dann ein Jahr kosten. Was kostet ein Jahr? Zurzeit 500 Euro. 500 Euro ein Jahr. Aber ist nicht zum Wohnen, nicht? Nee, aber immer so sporadisch herzukommen. Nicht jetzt für dauernd wohnen, das ist nicht. Ah. Aber immer wieder mal kommen. Ich komme da gleich mal an die Anmeldung. Hi. So leider nicht. Kann ja auch. So. Ja, schön. Und erstmal für eine Nacht dann gucken. Ne? Ja, für eine Nacht. Erstmal. Ja. Für wie viele Personen sind Sie? Hier, wir ja. Vier. Hier, bitteschön. Hallo. Ja. Hallo. Ich meine, hallo. Hey. Und das also müssten sich denn überlegen auch, ob sie das machen oder nicht. Denn das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das ist schwierig. Sind alles Dauercamper, das wird schwierig, das Ganze, was so denn drumherum ist, nicht? Wie jetzt? Wo ja, ist das Problem? Ob die so akzeptieren. Wie akzeptieren? Was ist akzeptieren? Ja, ob die sie akzeptieren, ob die sie, wie soll ich mal sagen? Wie ist, was heißt akzeptieren, ob die sie beachten oder sowas, nicht? Wir aber machen. Ja, nein, ich sage das ja bloß, weil das ist ein kleiner Platz hier. Wie viele Menschen hier? Ja, das sind, kann ich Ihnen jetzt schlecht sagen, wie viele das sind? 100. Aber alle Deutsch auch. Hier, nur Deutsch. Nur Deutsche. Keine. Nein. Nichts. Keine, nix aus Afrika. Gar nichts. Gar nichts. Weil das ist also schwierig, wenn Sie da jetzt. Könnte ich mir vorstellen. Wo kann dann Problem sein? Wo kann ein Problem? Ja, Problem, das ist die Hautfarbe, ist das eben. Der Mensch, wo der wegkommt, nicht? Würde ich sagen. Mir nicht. Wenn er wo wegkommt? Ja, ob eben schwarz ist oder weiß, sage ich mal. Ja. Das ist da ein Problem. Die werden also immer einen Bogen drum machen. Ne? Ja.
Ja, wir gucken erst einmal eine Nacht und dann gucken wir. Gut, danke. Bitte. Das ist natürlich sowas schwierig, ne? Ja. Auf so einem Platz wie ihr, ne? Wenn die dann da, ich meine, für eine Nacht oder so, da ist das alles okay, aber... Aber wenn die da einen Dauerplatz suchen, dann müssen die da hingehen, ich sag mal, was an der Weser ist, wo viele Nationalitäten rumlaufen. Das ist hier nicht so. Sind viele Deutsche hier? Was denn? Ist das sehr deutsch, der Platz? Ja, alle sind alles Deutsche, Luxemburger, Holländer, aber ich sag mal Weiße. Wir haben einige Holländer, Luxemburger und all sowas da. Ja. Die Urlauber, die kommen, die sind auch aus Ungarn oder sonst wo weg. Ne? Aber wenn dann in Schwarz, ne, das ist ja eben. Weil ich weiß auch nicht, was das jetzt für Leute sind. Ne? Das ist ja eben nicht. Ja. Er spricht Deutsch, die anderen alle nix. Das sind immer so Sachen, sind das, die man dann... Uns ist das egal, wo ich mein Geld herkriege. Ob die das nur bezahlen oder die das bezahlen. Aber die anderen laufen weg. Die haben ganz klar gesagt, hier, die Zigeuner, lässt du die hier rein? Dann packen wir. Die wollen aber auch die rein. Mit Schwarzen auch schon Erfahrung gehabt? Bis jetzt noch nicht. Also alle die, was ich weiß, die hier wohnen, leben alle von unser Geld. Ne? Bitte schön. Wie ist denn, wenn wir jetzt bleiben? Dann bekommen wir... Dann muss woanders, Futter. Ja. Dann nehmen wir jetzt. Ja. Was ich noch sage, ist das noch immer in Köln so mit den Kellnern, dass die Kürbisse heißen? Ich weiß nur, dass die also immer... Das ist ja mit Karneval, mit allem, was... Da sind die ja immer... Gib ihm. Und frag noch, wo können wir gucken, denn... Besser das Platz. Machen wir dann morgen. Aber morgen kann ich ist noch dann nicht sagen. Also für uns war das normal. Also wir weiß, dass es das viele weiß, die Schweiz nicht mockt. Das wissen wir und das haben wir auch gerade da gesehen. Doofe Sprüche höre ich immer. Lache meine Haare aus. Mehr von Jungen oder mehr von Alten? Mehr Alte. Von den Jugendlichen höre ich nur Neger oder so oder Schokolade. Nur so nur doofe Sprüche. Die denken, ich verstehe das dann nicht, weil die das nicht richtig betonen. Nur so oberflächlich. Die meinen ja, hat sie irgendwo gebrannt. Ich bin dann traurig, will in mein Land gehen. Da, wo mich alle verstehen. Da, wo mich alle mögen, wie ich bin.
Was heißt dann Schottland, oder? Weiß ich nicht. Nee. Wo kann man das machen? Wo gibt's das? Wo gibt's das? Keine Möglichkeit. Hier eine Stadt? Wer gewinnt heute? Du nicht. Kann man wetten denn? Lauf weiter. Cottbus gewinnt. Lauf weiter. Ich hab gesehen, Spiel war gut. Wer war besser? War nicht drin. War nicht drin. 4-1 haben wir verloren. 4-1 verloren. Schade. Dresden 4-1 gewonnen. Ja. Die haben so viel da. Lonsdal, was heißt das? Die Dresden. Das ist ja nicht Dresden. Bitte? Wer hat gewonnen, das Spiel? Keine Ahnung, kommt eine Karte, dann ist das. Kein Geld. Ja, die arbeiten. Aber nicht hier, der Blatt. War der Dresden zurück, oder? Ja, nee. Ludwigsburg. Ah. Baden-Württemberg. Du bist nach Dresden. Oh. Da musst du über Elfenbeinküste, Afghanistan, Mosambik einen großen Bogen machen. Da bist du da. In zwei Tagen. Zwei Tage. Wer hat gewonnen, das Spiel? Wer siegt? Ich hätte doch einen Scheiß drüber. Bitte? Es geht in Ruhe lassen, wenn die beiden noch machen. Ja? Und wer hat gewonnen? Eine. Bitte? Die eine Mannschaft. Welche? Dresden. Nein. Die anderen. Cottbus. Auch nicht. Ich brauche keine Busse mehr ab. Alle Kästen sind am Platz. Kann ich hier mitnehmen? Nein, leg dich rein. Bitte? Leg dich rein. In den Bergen von Luanda kämpfen Tutsi und Tutu. Die sind alle hart drauf. Ne? Die sind alle von einem Fascho da. Bitte? Nee? Ist mir erst noch nicht aufgefallen. Doch, wenn ich spreche, sagen die alle richtig. Kein Sport. Hey, Schwarzer! Hallo! Hallo, danke. Weißt du?
Ich bin Schimpfwort. Hey, es ist Deutsch, Junge. Was meinst du denn Deutsch? Sag mir, erklär. Was ist Deutsch? Er sagt doch. Ja, mein Arsch. Das glaube ich dir. Bis am Abend. Voll essen, in die Fresse. Deutsch und Deutsch. Oh ja, danke. Hey, was tust du für die Flasche? Bitte? Was tust du für die Flasche? Was ist das? Bitte, hörst du mit. Runterholen, was? Und selber machen. Was? Kannst du nur selber machen, wenn du überhaupt noch schaffst. Jetzt zieh ich gleich die Haut auf. Schaffst du überhaupt noch? Erst nicht, nein, nein. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Sieh aus, sieh aus aus diesem Land, Junge. Dieses Land wird weiß. Wohin denn? Ich kann nicht, woher kommen. Ja, Deutsch. Du, Deutsch. Ja, ich auch. Kann man nicht sagen. Ich habe ich auch noch nie gesehen. Schwarz Deutsch. Nie gesehen? Nee. Da seid ihr nie hier rausgekommen. Ja, noch nie schwarz gesehen. Nee, ich kenne Amerikaner. Oder waren noch nicht in der Schule? Oder waren nicht in der Schule? Wir sind Deutsch. Wir sind Deutsch. Wir sind Deutsch. Wir sind Deutsch. Falsches Abteil. Hier kommt einer, der war zu lange im Studio. Wir fahren in die Tschechei, weil alles deutsch und billig ist. Costa Gordane! Das ist ja voll super! Lass ihn durch, wenn er durch will. Was? Lass ihn durch, wenn er durch will. Was? Ich helfe mir nicht. Ich helfe dir mal. Was ist denn los? Was? Lass ihn durch, wenn er durch will. Ich hätte dich nicht verstehen. Moin! Du sollst durchgehen, wollen wir. Die wollen jetzt durchlassen. Geh durch. Geh durch, komm. Geh durch. Das rollt die Frau noch. Und lacht ihr? Weil du schwarz bist, deswegen lacht man. Jeden Moment meinst du, die fallen über dich her und machen dich alle. Und der Hass, den spürst du, die Verachtung spürst du, die Überheblichkeit spürst du. Und sie möchten so gerne loslegen. Und zum Glück war die Polizei da. Ich muss sagen, ich habe noch nie so freundliche, herzliche, positive, innige Gefühle den Polizeibeamten gegenüber gehabt. Ja? Die haben geschützt. Kann man hier. Ist hier jemand vom Verein oder? Nein, hier. Danke. Ich wollte fragen, ich habe einen Hund, 2 Jahre. Kann man den hier anmelden? Ja. Hat er für sich Aufnahme stoppen. Bitte? Hat er für sich Aufnahme stoppen. Aha. Weil das ist in dem besten Alter 2 Jahre, ne? Ist Schäferhund. Und ich immer attackiert, 2-mal Skin hat mich hier. Dann will ich wissen, dass er auch schützt. Was kostet so? Ja, wir haben hier Jahresbeitrag von 300 Euro. Mhm. Und Aufnahmegebühr von 250. Wird aber jetzt erhöht, alles. Und wie oft muss der Hund kommen? Das ist dann 2-mal in der Woche. Und danach ist er richtig auch
Nee, das muss immer wieder erneuert werden. Da muss immer wieder darauf geachtet werden. Hm. Wenn Sie den jetzt ein halbes Jahr liegen lassen und der kann der Kasper machen, dann noch... Nee. Ja. Kann ich mal mitbringen? Ja, ich... Ja, sowieso im Moment ist... Im Moment ist es sehr schlecht. Komm. Komm, Kaya. Guten Tag. Attila, du bleibst hier sitzen. Upsa. Oh, mit denen hatte ich gesprochen? Genau. Das ist die Kaya. Die ist bald 2 Jahre alt. So eine kleine lange Haar. Mhm. Und kann noch ja nichts. Noch gar nichts. Ja, dann versuchen wir das hier ihr so beizubringen. Mhm. Da müsste ich auch Mitglied werden, ne? Ja. Und das geht. Ja. Was würde das kosten? Das ist die einmalige Aufnahmegebühr. Die einmalige Gebühr sind 60 Euro. Hallo. Mhm. Und dann ist der Jahresbeitrag 65 Euro. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Im Fenster hatten Sie eine Damenuhr wie so ein Mond, war da hier in Gold. Da war eine runde, rund, und die hatte wie so eine Mondsichel. Oder heißt das? Ich glaube, die geradeaus. Wie? Ja. Kostet 15.300. Ich zeige Ihnen auch mal diese Uhr. Die kostet 11.900. Das ist brillant. Das sind brillant, das ist Stahl, das ist brillant. Und sie hat 2 Zeitzonen. Ah ja. Also sind die Leute hier am meisten. Guten Geschmack. Sehr gut, ich meine. Guck mal eben, ob wir da einen Fabergé-Katalog drin haben. Im Grunde legen wir die Visitenkarte da rein, dann tun wir das hier rein, dann weiß der Kunde ein bisschen über uns. Oh ja. Also ganz viel einkaufen, da passt noch viel rein. Danke sehr. Ja. Wiedersehen. Ja, danke. Danke. Wir machen die Tür auf, das geht nicht weiter. Und ein bisschen zurück. Die schwenken ja sehr weit auf, dann verletzt man sich. Ne? Danke. Danke, wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Zu essen kann man auch haben. Ja. Ja, was gibt's? Was gibt's? Nee, also das kann ich Ihnen jetzt nicht alle aufzählen. Nee, weil nur dann, ein, egal. Sie nicht mehr merken, was ich erzählt nee, habe. Dann einfach. Gucken Sie einfach mal ganz in Ruhe. Und was möchten Sie trinken? Oh, hier, ich sehe. Hier.
Gucken Sie doch mal hier zum Ruhe. Bleiben Sie mal ganz ruhig jetzt. Ein Bier noch. Genau. Ja. Reicht, wenn ich hier hin und her renne? Ja. Mhm. Also ein Bier. Okay, jetzt haben wir. So. Doch, aber eigentlich denke ich mal schon, oder? Bitte? Das Lesen könnte ja? Ja, 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 ja. Achso, dann hätte ich jetzt. So. Dann einmal hier. Einmal Rührei? Ja, und einmal hier. Mhm. So einen großen Hunger haben Sie, ja? Ja, den ganzen Tag nichts gegessen. Ganzen Tag nichts gegessen. Mhm. Wann seid ihr weg? Am 20. Ja, dann passt es noch. Also ich wollte nach der Ossi-Party dann am... Ach so, das ist ein Sonntag. Oh, dann fahren wir anschließend von hier dahin. Dann danke ich ganz lieb für eure Anwesenheit. Ja, schönen Tag noch. Ja, wenn ihr auch wollt. Danke. Tschüss. Was ist Oschi-Party? Sie sagten hier, ich mache eine Oschi-Party. Oschi-Party, was ist das? Dolmetsch. Das ist aus einer Laune, Liebe der Gäste entstanden durch einen Ostkatalog. Also Osten, ist ja nicht, wie soll ich denn das jetzt erklären? Also das gab hier, jetzt ist groß, Berlin. Berlin war mal geteilt. Hauptstadt. Berlin gab es geteilt, also einmal West und einmal Ost. Ja, wo besser? Da war eine große Mauer. Ja. So, und wir sind hier im Ostteil. Ja. Und zu Ostzeiten gab es nur zwei Kataloge. Ja. Was es im Westen ja alles gab, nur nicht im Osten. Mhm. Ja, und aus dieser Laune heraus ist eine Ossi-Party entstanden. Also wo nur Ostprodukte gezeigt werden, Dias, Filmvorführung. Ja, aber warum nicht jetzt die andere Feier machen mit der Westkatalog? Westkatalog. Ach so, wie soll man denn das jetzt erklären? Wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass dort auf der Tanzfläche schon wieder was passiert. Und dementsprechend gebe ich einfach mal das Mikrofon ab. Ja, hallo, liebe Damen, liebe Herren, liebe Gartenfreunde, liebe Gäste. Ihr habt nun heute hier das Vergnügen, eine Tanzgruppe zu erleben von besonderer Art. Und vielleicht erzählen mal die Kinder, wo wir herkommen. Dann möchte ich das noch von euch. Wir kommen aus der Villa Pelikan und tanzen Bautanz. Und jetzt müssen wir aber noch jemanden suchen. Wen suchen wir jetzt, Vanessa? Den Pascha. Ich glaube, die Männer müssen sich jetzt ein bisschen vorsehen. Ich bin der Falsche. Nimm dir bitte jemanden. Sarah, komm, sonst warten wir hier noch 3 Stunden. Aber einen ausgewachsenen Mann. Vielleicht nimmst du gleich den Schwarzen hier vorne. Guck mal. Der sieht schon so lustig aus. Nein, Sarah, da bin ich jetzt nicht mit einverstanden. Das ist ein Papi. Nimm dir bitte einen Fremden. Also denn doch unseren Freund. Wie ist der Name von Pascha? Frag ihn mal bitte. Kwami. 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 Kwami? Kwami, setz dich doch bitte mal dahin. Und guck jetzt einfach mal schön zu und lass dich von unseren Damen berieseln. Lieber DJ, es geht los. Ich bin da so traumhaft wie im Mädchen. Der Sonnenuntergang war wunderschön.
Vergessen, unseren Freund hier vorne zu fragen, wie ihm bisher das Programm gefallen hat, Herr Pascha. Ja, fantastisch. Schön. Wir warten ja nur noch, dass er singt. Denke ich auch. Das ist der Schwachhaus, der gute Tag. Kann man hier so ein Gartenhaus mieten, kaufen für den Garten hier? Ja. Wo kann man fragen? Da muss man sich beim Bezirksvorstand melden. Ja. Hier ist nicht der Chef. Nein, schreibt doch mal die Adresse auf. Oh, danke. Ja. Oder, die haben eine Liste und die wissen auch, wo was frei ist. Dankeschön. Na, okay. Dann. Garten wollte ich fragen. Wo wollen Sie denn Ihren Garten? Ja, in der Marzahn in der Nähe. Marzahn, dafür sind wir nicht zuständig. Nee, wo hier in der Nähe, aber? Hier in Lichtenberg. Nicht mehr gut, ja. So. Aber wo kann ich denn gucken, wo sind Garten frei? Nee, das läuft anders. Sie müssen sich jetzt erstmal anmelden. Ja. Dafür brauchen wir einen Personalausweis. Aha. Und Sie müssen hier 13 Euro bezahlen für die Anmeldung. Ja, wenn nicht, müssen Sie nächsten Dienstag wiederkommen. Und wie groß ist Ihr Haus? Ja, wollen Sie da wohnen oder was? Nur schon mal Party und Musik und Fest. Oder? Ja, aber Party und Musik und Fest ist Ärger für die anderen und da ist der Ärger schon vorprogrammiert. Also. Aber mal schon mal Spieß und. Na, das können Sie machen, wenn es nicht so viel qualmt, dass die anderen sich dadurch genötigt fühlen. Aber mit Frischholz ist doch gut. Nee, Holz dürfen Sie ja eigentlich gar nicht. Also Sie dürfen ja eigentlich kein Feuer machen. Hm. Also so wie Sie sich das vorstellen, so einfach geht das nicht. Nicht? Mhm. Aber wann bekommen, jetzt nächste Woche kann ich schon ein Reihenhaus bekommen? Sind die hier nicht frei? Die sind frei, ja. Achso. Aber da ist sowas, wie er sich das hier vorstellt. Kann man auch zwei nehmen, zusammen? Nee, erst mal anmelden. Zwei zusammen kann man machen auch. Erst wird angemeldet. Ja, okay. Und hier, dann komme ich mitnehmen. Und mit Frau, meine Frau kann noch mitmachen. Ja, nächsten Dienstag kommen Sie wieder. Warum nicht gucken in Ruhe? Ich gebe die Anträge nicht raus. Bitte, geben Sie mir nicht, den bitte wieder. Warum denn nicht? Ist doch nicht geheim. Doch, oder? Das ist geheim. Ist nein, geheim? Wir geben die grundsätzlich nicht raus. Blöd. Ja. Dann komme ich mit Frau ein Wort Bett. Gut. Sie nächsten Dienstag. Bitte? Okay. Gut. Ja, alles zusammen. Dann komme ich wieder. Dann. Ciao. Zusammen. Ciao. Und dann nächste Woche. Gut, bis wieder. So. Nicht schlecht. Halt mal gut, war die Schweinräder nicht dreht hier. Also für die zu machen. Na gut, ist ja jetzt nicht so wild. Nein, ich meine, ist ein anderer Lebensstil, ja, und damit eine andere Mentalität. Ja. Und ja, warum denn nicht? Aber wir haben dann leider den Ärger rechts und links. Und das wollen wir eigentlich nicht. So. Jetzt. Aber sind hier viele Afrikaner auch hier in den Gärten? Nee, eigentlich nicht. Nicht, Gott sei Dank. Weil die wirklich nur feiern wollen. Also nicht gegen diese Mentalität, aber entspricht ja, nicht dem, was bei uns hier abläuft. Ne? Die wollen ja nicht an. Nee, Kulturkreis. Ja, habe ich ja nichts dagegen. Ne? Hm. Aber das war doch nur schon eindeutig, dass der sich überhaupt nicht so einpasst, wie wir uns das vorstellen. Ja, ne? Also. Dann soll er in Kreuzberg auf die Wiese grillen gehen, da ist sowieso schon genug Theater, da fällt er eh noch nicht mehr auf. Aber wie er da ankommt und Schwein grillen und so, naja, also. Wenn, dann muss er gleich kein Schweinchen sein, und dann, die schon rauskam, ohne Holzkohle, sondern nicht mit Holz vom Dach wahrscheinlich. Tanz und Musik, nicht dagegen, aber Haben wir ja
Also das wimmeln wir mal möglichst schon von vornherein ab. Deswegen habe ich hier vielleicht ein bisschen übertrieben. Und nächste Woche, wenn Sie alle nicht wieder da sind, übertreibe ich noch mehr, dass der gleich wieder geht. Also was soll das? Von Schwarzen, auch deutschen Staatsbürgern, die hier seit langem in Deutschland leben, hört man immer wieder, dass sie sich total genervt fühlen, wenn sie auf Ämtern normale Auskunft verlangen, dass sie da sofort ihre Ausweispapiere vorlegen müssen und fast in Verhörsituationen geraten. Oder in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Zugkontrollen. Sie geraten sofort unter Generalverdacht, als wenn sie illegal hier wären. Und das ist für einen weißen Deutschen undenkbar. Und so begleite ich jetzt Awad, der deutscher Staatsbürger ist und seit Jahren hier lebt, auf ein Amt. Danke. Ja. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Können Sie uns sagen, wie man einen Jagdschein bekommt? Ja, nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie die deutsche Jägerprüfung, haben Sie die gemacht? Nein, darum bin ich ja hier. Eine Jägerprüfung wollen Sie machen? Für was? Für einen Jagdschein. Wo wollen Sie jagen? Wohnen Sie in Ja. Angemeldet? Jawohl. Mhm. Also, wenn Sie was wissen wollen von uns, brauchen wir jetzt Ihren Pass. Ja, Führerschein gibt's. Ja, Pass brauchen wir. Pass mit Aufenthaltsgenehmigung. Sie brauchen ein Visum? Hier ist er. Sie sind ja nicht EU-Ausländer, Sie brauchen ein Visum. Welcher Visum? Ja, wir brauchen einen Pass. Haben Sie kein Ausweisdokument? Doch, Führerschein. Einen Pass brauchen wir. Ja, ja, aber glauben Sie, das wäre illegal da? Oder? Vielleicht, ja. Ich habe Ihnen gezeigt. Ja, wo wollen Sie denn jagen? Sie wollen einen Jagdschein. Wir möchten wissen, wie man den macht. Ja, aber Sie müssen ja eine Prüfung machen. Und für die Prüfung, da braucht man natürlich ein gewisses Wissen. Ja. Ja, was brauchen Sie jetzt? Wir möchten lediglich eine Auskunft, was so eine Prüfung kostet. Und wie viel Geld man dafür hinlegen muss. Sie legen kein Geld hin. Wie kein Geld? Ich würde sagen, Sie gehen jetzt, sonst rufen wir die Polizei. Ja. Ja. Wieso denn die Polizei? Nein. Sie holen sich einen Pass, wenn Sie von uns was brauchen, weisen Sie nach, dass Sie in wohnen, dann kommen Sie wieder. Ja. Kein Ausweis? Ah, tut mir leid. Kann man bekommen einen Ausweis? Ja, komm bitte mal anders wieder. Wo geht man einen Ausweis? Komm bitte mal anders wieder. Warum? Egal warum. Kann ich nicht hier bekommen einen Ausweis? Nein, sorry. Was kostet denn ein Ausweis? Komm bitte mal anders wieder. Ja. So, jetzt mal.
Ach so, ja, richtig. Wo kriege ich Ausweis? Komm bitte mal anders wieder. Wann? Nächste Woche. Und was für Ausweis brauchst du? Mitgliedsausweis. Hier? Ja. Und wo kriege ich? Hier, kriegst du dann. Nächste Woche. Dann kann ich ja hier. Ja, aber heute nicht. Nächste Woche. Warum heute nicht? Wann nächste Woche? Egal wann. Irgendwann. Nächste Woche. Wer ist jetzt? Habt ihr schon ein Video? Ja, dann müssen wir eine kaufen. Was denn? Geht jetzt einfach mal rein. 7, 2 Euro zahlen. Somalia. Aber krieg ich nicht mehr zurück jetzt, weil dann im Gefängnis. Bleib hier. Hier in Austria, hier ist gut. So ein Rambazamba. Vier Euro. Schau mal her, wo soll das? Ramazotti? Ja. Ramazamba? Gib hier. Ihr habt niemand weggeschlossen. Roberto. Wo ist Roberto Blanco? Gut, der schaut jetzt so schwarz aus wie du oder was, aber. Kann nicht verstehen, so laut. Oh, was habe ich nicht getan? Bitte. Was willst du denn? Warum? Bitte. Was ist passiert? Warum so aggressiv? Warum? Ja, sind ihr aggressiv, oder? Ja, ihr wollt mich hier attackieren. Opa! Morgen. Na, hey, jo, hey, jo. Freund, ganz schön. Ich hab nichts getan. Bringen wir nur ein Unterbier? Aber dann auf meine. Nein, komm. Nix. Doch, heute nix. Ich. Heute ich. Komm. Nix. Doch. Wo ist er? Wo? Salut. Salut, danke. Dein Familie. Danke. Freund. Alles gut. Bis bald. Ciao. Danke. Alles gut. Du bist gut. Danke. Du auch. Wir holen. Ich bin
jetzt über ein Jahr in ganz Deutschland, in Ost und West, als Schwarzer unterwegs. Und man wird immer wieder ausschließlich über seine Hautfarbe definiert. Und das, was sonst den Menschen ausmacht, ist bei dem Schwarzen eigentlich Nebensache oder wird gar nicht zur Kenntnis genommen. Und ich fahre jetzt zurück zu mir nach Hause. Ich freue mich richtig drauf. Einmal zahlen und dann bitte gehen. Ich bin noch nicht fertig. Ja, wenn du fertig hast, einmal zahlen, stell es hin und was ist einmal da passiert? Warst du versehen? Was passiert? Bitte? Was passiert denn? Bitte? Was ist denn los hier? Nein. Was passiert? Nein. Ist ja kein Problem. Ja. Aber so wie dich aufführst heute Abend, bringt das. Wieso? Wenn du trinkst, musst du an der Theke bleiben und einfach nur trinken. Das ist was anderes. Aber das machst du nicht. Du gehst dahin, du gehst dahin. Aber gehst dahin. Nee, ihr auch dahin und dahin. Ihr ja auch. Ja, ihr nein, ja auch. Ist ja richtig. Aber ihr macht ja auch hier Ringelfisch. Nein, das ist richtig. Ja. Natürlich. Ja, aber warum ich nicht? Nein, weil du kennst uns nicht. Wir kennen uns alle mal. Türe zu, Ende.
spielte um sein Leben, oft so intensiv, bis seine Knochen brachen. Michel Petrucciani. Geboren mit der Glasknochenkrankheit, die ihm lebenslange Schmerzen bescherte, spielte und lebte er hingebungsvoll bis zur Erschöpfung. Als hätte der großartige Jazzpianist gewusst, dass er nur 36 Jahre alt werden würde. Ein Dokumentarfilm setzt dem Ausnahmekünstler ein Denkmal. Das und mehr bei Titelthesen Temperamente Sonntagabend. Abschied von einem Kameraden. Eine traurige Pflicht, die sich immer öfter wiederholt. Afghanistan im 10. Kriegsjahr. Die Angst ist deutlich näher gerückt. Wenn ihr meine Männer oder Frauen ihr Leben lassen müssen, dann will ich wissen, wofür. So nah am Tod und Hindukusch und zurück. Die Dokumentationen am Montagabend im 1. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Dass das Trio der rechtsradikalen Terrorgruppe aus Thüringen mehr als ein Jahrzehnt lang gemordet und Banken ausgeraubt haben soll, dabei auch noch wie spurlos untergetaucht, ohne dabei noch zusätzliche Helfer gehabt zu haben, das dürften wohl die wenigsten nur geglaubt haben. Und tatsächlich, die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen zwei weitere Verdächtige. Doch nach wie vor gibt es viele offene Fragen, die auch beim Krisengipfel in Berlin ein Thema waren, der wegen der Ereignisse einberufen worden war. Im Fall der Zwickauer Terrorzelle gibt es neue Erkenntnisse, so der Generalbundesanwalt Harald Range auf dem Weg zum Krisengipfel von Bund und Ländern. Die drei mutmaßlichen Terroristen hatten offenbar mehr Unterstützer als bislang angenommen. Es sind auch weitere Beschuldigte dabei, im Augenblick im Visier. Wir ermitteln gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt, um den Hintergrund aufzuklären, mögliche Hintermänner und Helfershelfer auch noch aufzuspüren. Auf die Hilfe der zurzeit inhaftierten Beate Zschäpe kann die Generalbundesanwaltschaft zurzeit nicht hoffen. Sie will sich nicht äußern. Ein gemeinsames Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus von Bund und Ländern soll jetzt dafür sorgen, dass Licht ins Dunkel all dieser Indizien kommt. Für islamistische Bedrohungen gibt es bereits ein solches Zentrum. Es soll den Austausch von Informationen zwischen Sicherheitsbehörden erleichtern. Der Bundesinnenminister setzte sich auf dem Krisengipfel außerdem mit seinem Vorschlag durch, Daten von Rechtsextremen in einem Zentralregister zu speichern. Wir haben eine solche Verbunddatei im Anschluss an die terroristischen Angriffe 2001 im islamistischen Bereich etabliert. Dort funktioniert das sehr gut. Also dort werden alle Informationen, die die Dienste haben, die die unterschiedlichen Sicherheitsbehörden haben, zusammengeführt. Die Bundesjustizministerin dagegen konnte sich mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen. Sie wollte eine Zusammenlegung der Verfassungsschutzämter der Länder erreichen. Dass die Zusammenarbeit der Behörden sich verbessern muss, steht aber für alle fest. Und deshalb ist auf Vorschlag der Länder zu diesem ganzen Komplex eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die sich damit befasst, in welchem Umfang wie es zu einem besseren Informationsaustausch zwischen den Behörden auf Länder- und auf Bundesebene kommen kann. Ein Verbotsverfahren gegen die NPD wurde auf dem Krisengipfel ebenfalls diskutiert. Auch hier soll erst einmal eine Arbeitsgruppe einen möglichen neuen Anlauf prüfen. Denn ein erneutes Scheitern des Verbotsverfahrens soll auf jeden Fall vermieden werden. Ja, zwar kommen fast täglich neue Hinweise über den Terror von rechts ans Tageslicht, aber das bedeutet bei weitem noch nicht, dass sich aus den Einzelteilen des Puzzles ein zusammenhängendes Bild irgendwie ergibt. Gleich mehrere Spuren führen dabei von Thüringen nach Franken. Bei den Nürnberger Nachrichten ging eine Kopie der Bekenner-DVD ein und in Nürnberg wurden auch gleich 3 der 10 Morde begangen. Bei mindestens einem davon mussten sich die Täter oder die möglichen Komplizen ziemlich gut vor Ort ausgekannt haben. Es ist ein Rätsel von vielen. Woher wussten die Mörder, wo die Schneiderei von Abduram Ölag, dem zweiten Opfer der Mordserie in Nürnberg? Wer hatte sie auf den winzigen Laden an einer Hausecke, versteckt im Straßengewirr der Nürnberger Südstadt, aufmerksam gemacht? Die Straße ist den wenigsten Nürnberger Bürgern bekannt. Den Schneiderladen kannten vermutlich nur die Nachbarn. Ein weiteres Rätsel, der Posteingang der liberalen Regionalzeitung Nürnberger Nachrichten.
Hier landete das zynische Propagandavideo des Zwickauer Trios, nur in einem Umschlag, ohne Briefmarken, ohne Poststempel. Wir können leider nicht nachvollziehen, wie es ins Haus kam. Es kann bei der Pforte gewesen sein, vorne oder hinten. Und es kann im Briefkasten geworfen worden sein. Jedenfalls kam es natürlich ohne Absender und mit aufgedruckter Adresse Verlag Nürnberger Presse. Und dann kam das so, der Umschlag, auf meinen Schreibtisch. Kein Rätsel, es handelt sich hier um eine Kopie der Bekenner-DVD, die auch versandfertig in der ausgebrannten Zwickauer Wohnung der rechtsextremistischen Terrorzelle gefunden wurde. Die Opfer der Mordserie werden verhöhnt, die Trauer der Angehörigen ins Lächerliche gezogen. Es gibt eine Sequenz, da ist ein Trauermarsch von Angehörigen, die zum Teil weinen. Und da wird dann so vorgeführt, also schaut euch die an, die Weicheier, die brechen da in Tränen aus, obwohl wir der Nation einen Gefallen getan haben. Noch ein Rätsel. Wie gut sind Neonazi-Gruppen wie das sogenannte Freie Netz Süd aus Nordbayern mit der benachbarten Szene in Thüringen verzahnt? Vor mehr als 10 Jahren wurde bei Konzerten einschlägiger Bands in Franken für das Zwickauer Trio Geld gesammelt. Wie stark die Gruppen heute vernetzt sind, lässt sich nur schwer belegen. Auf der Internetebene sind sie verbunden. Ich weiß auch, dass die Aktivisten in Thüringen Aufmärsche hier in Greifenberg und andernorts immer wieder auch unterstützt haben durch persönliche Präsenz. Und ich gehe davon aus, dass es da ganz enge Verbindungen gibt. 9 tote Menschen, ein Polizistenmord, ein verdächtiges Trio und mehr Rätsel als Erkenntnisse. Denn noch ist nicht eindeutig bewiesen, dass sie tatsächlich Opfer der Terrorzelle aus Thüringen geworden sind. Jetzt rollen die Sonderkommissionen der Polizei die Mordfälle erneut auf und hoffen darauf, wenigstens einige der Rätsel lösen zu können. Es ist schon rasant, welche Auswirkungen die Finanzkrise hat. Innerhalb weniger Tage wechseln gleich 2 südeuropäische Länder ihre Regierung. Und nach Griechenland und Italien wird bald ein drittes dazukommen. Allerdings nicht durch Rücktritt, sondern durch vorgezogene Wahlen. In Spanien stehen am kommenden Sonntag die Parlamentswahlen an. Und weil Ministerpräsident Zapatero nicht wieder antritt, wird es auf jeden Fall einen neuen Regierungschef geben. Doch ob das angesichts der desolaten Lage Spaniens wirklich so ein begehrenswerter Job ist? Hier demonstrieren die, die am Sonntag wohl niemanden wählen werden, so wie Clara. 2 Masterabschlüsse in der Tasche, ein 400-Euro-Job als Lehrerin, zu wenig zum Leben. Darum nennen sich junge Leute wie Clara Jugend ohne Zukunft. Die Zukunft sehe ich schwierig. Für mich persönlich wie für die meisten in meinem Alter. Ich bin 28, in meiner Generation ist jeder 2. arbeitslos. Und wie wohl viele andere auch, denke ich darüber nach, in ein anderes Land zu gehen. Und nun kurz vor der Wahl auch noch neue schlechte Nachrichten. Panik, weil Spanien in dieser Woche zeitweise fast 7% Zinsaufschläge hinnehmen musste, um seine Staatsanleihen loszuwerden. In Madrid fordert darum inzwischen praktisch jeder, die Europäische Zentralbank möge eingreifen. Der Spitzenkandidat der Sozialisten richtet diese Botschaft direkt an Deutschland. Spanien muss seine Hausaufgaben machen, aber Deutschland muss der Motor der europäischen Wirtschaft sein. Frau Merkel sollte eins wissen, und bestimmt weiß sie es, wenn es dem Nachbarn lange schlecht geht, dann geht es dir selbst auch bald schlecht. Persönlich kann er der Bundeskanzlerin das wohl nicht mehr sagen, denn für die Wahl sagen die Umfragen einen überwältigenden Sieg der Konservativen voraus. Deren Kandidat Mariano Rajoy dürfte Merkels nächster Ansprechpartner in Madrid sein. Er hat bisher praktisch nichts dazu gesagt, wie er Spanien aus der Krise führen will. Für den Wahlsieg dürfte sein patriotisches Pathos aber locker reichen. Wir wollen nicht, dass man uns in Europa schlecht ansieht und dass man uns sagt, was wir zu tun haben. Wir sind in Europa, um mitzuentscheiden, denn wir gehören zu den Besten. Für Clara hören sich die Parolen, egal ob von links oder rechts, wie Hohn an. Die Jugendlichen demonstrieren, weil sie von beiden großen Parteien nur neue Sparprogramme erwarten. Diktiert von Deutschland, dessen Ruf in Spanien zuletzt ziemlich gelitten hat. Das Internet, meine Damen und Herren, ist mit Sicherheit keine Modeerscheinung. Falls Sie diese bahnbrechende Erkenntnis jetzt schockieren sollte, keine Angst, die kommt von allerhöchster Stelle. Von keiner geringeren als Angela Merkel persönlich.
Und so wie Sie auch das Nachtmagazin ja jederzeit im Internet sehen können, lockt die Bundesregierung Online-Publikum, sprich Wähler, ansprechen. Auf dem eigenen YouTube-Kanal stellte sich die Kanzlerin nun erstmals Fragen der Webgemeinde, etwa, was halten Sie von einer Cannabis-Freigabe? 1800 Fragen gingen so ein, 10 wurden ausgesucht und die ersten Antworten stehen seit heute online. So kennt man sie. Merkel ganz klassisch auf der Politbühne. Doch jetzt heißt es auf einmal Bürgerdialog auf YouTube. Merkel will die Netzcommunity erobern mit ihrer Leidenschaft für Politik, wie sie sagt. Aus diesem Grunde heraus gebe ich mir auch Mühe, wahrheitsgemäß und so zu antworten, wie die User das natürlich auch erwarten, dass man sich Gedanken macht, sich in die Situation hineinversetzt. Wie ärgerlich, dass das Bild zunächst gestaucht war. Und noch ärgerlicher, dass der Formatfehler den Internet-Usern sofort aufgefallen ist. Regierungssprecher Seibert erhielt prompt folgende Nachricht auf Twitter. Erster Teil des YouTube-Interviews mit Kanzlerin, etwas seitenverzerrt. Macht die Gute schlanker. Einen Monat lang hatten Internetnutzer die Möglichkeit, ihre ganz persönliche Frage an die Kanzlerin zu stellen. Guten Tag. Darunter sogar Prominente wie der Ex-Fußballprofi Manny Kaltz. Unter den rund 1800 Fragen konnten User die 10 wichtigsten wählen. Seit heute stehen ein paar von Merkels Antworten online. Darunter auch die zur Diätenerhöhung der Abgeordneten. Und da hat man gesagt, es könnte gerechtfertigt sein, dass ein Abgeordneter, der für doppelt so viele Menschen im Wahlkreis verantwortlich ist, das Gehalt bekommt, was im Durchschnitt ein Bürgermeister in einer Stadt von 60 bis 100.000 Einwohnern bekommt. Hin und wieder kommt auch die Wut der Bürger zum Ausdruck. Hier gehen Ihnen doch die Fragen ins eine Ohr rein.